Auf geht's nach Osten. Im Osten erwarten wir uns die gestohlenen Gesichter zu finden. Durch das Tor im Osten sind wir jetzt durchgelangt. Und der dunkle Fürst hat die Gesichter der kompletten Elfen im kompletten Elfenreich entführt. Ja, und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eladum zu einem neuen Part, Miitopia, mit dem Zwergenfürst. Hier haben wir wieder Eulen vor uns. Im letzten Part haben wir auch schon gegen eine Eule gekämpft. Gegen die Tumbler 1 Eule. So, die haben wir erfolgreich besiegt und das Gesicht dieser Elfe gerettet. Und dieser Elfe, die dort nebenbei steht, die pinke dort, nee, die violette rechts. Und jetzt links. Eulchen B ist zwar auch noch die Verniedlichungsform. Joa, dann greifen wir mal an und ist jetzt direkt mal die fiese Formel ein. Schadet allen. Oha! Das war wieder ein One-Hit-Kill. Alle auf einmal. Das war's wohl. Ich war natürlich der Stärkste. Jetzt haben auch alle Level 8 geschafft, selbst Putin. Bonus ERF für wen? Ja, für Putin. Dann soll er kriegen. Er ist noch am niedrigsten in der Welt. So, hier haben wir wieder ein Story-Sequenzen, Zeugs, Dingens. Ja, Zwergi! Wer bist denn du? Guten Tag, ich habe Post für Sie. Briefträger, WhatsApp. Sie sind doch Herr Zwergi, richtig? Du hast einen Brief erhalten. Damit wäre meine Arbeit getan. Tschüss. Zwergi öffnet die WhatsApp-Nachricht. Lieber Zwergi, nur wer gut gestärkt ist, kann gute Arbeit leisten, merkt ihr das, Dreidrache. Tja, so kennt man König Drache. Kein Geschenk diesmal mit dabei? Naja, das passt. Letztes Mal haben wir von der Prinzessin wenigstens einen Schatz bekommen. Irgendwie Bananen hat sie uns irgendwie mitgegeben, hat sie geklaut irgendwie vom Schloss. Der König ist da wohl ein bisschen geiziger. 3 Spielscheine. Juhu. Werden wir nicht benutzen. Gasthaus. Doch, irgendwann werden wir es benutzen, aber jetzt erstmal nicht in diesem Part. Tamula Nummer 1 ist neben uns, die haben wir im letzten Part gerettet. Die schläft irgendwie nicht mit uns im Hotel, aber ist auch irgendwie mit dabei. Und durch die Kämpfe begleitet sie uns immer. Oha, ein Goldploink. Na dann, holen wir uns mal das Goldploink. Und greifen die an und ja, holen uns ein bisschen Gold aus dem Ploink. Angezündeter Fächer, okay. Wenn's hilft. Donald ist dran. Feuer frei. Wer siegt, haben wir jetzt ein bisschen Geld bekommen. Deswegen Kovacic-Reich. So viel dazu. Geld, 500 Gold. Voran geht's. Abmarsch. Die Fee Tumbler Nummer 1 begleitet uns auf unseren Wegen. Tomaten, 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 Tomaten. Sollte nicht fehlen im Garten. Sollte nicht fehlen im Garten. Das hatten wir doch schon mal gesungen. Ich esse am liebsten die Harten. Okay. Und ich mag am liebsten die Taten. Die Tomaten, die da sind echt die besten. Ich glaube nichts kann mich den Spaß an Tomaten verderben. Ja, das ist mir wohl aufgefallen. Putin versucht noch die richtige Stimme für ihn zu finden. Yippie, yippie, duhu. Ab in den Kampf. Pom, pom, pom. A, pom, 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 B. Sind jetzt 3, das ist halt pom, pom, pom. Alles klar. Impuls auf pom, 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 A. Irgendwann gibt es dann pom, 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 pom. Das sind dann so 10 auf ein Stück. Nee, ist klar, Spiel. Macht Sinn. Jetzt zum Abschluss.
Technik, Mii-Projektil, endlich. Ich wollte es die ganze Zeit schon sehen. Er schießt Putin. Nice. Menschliche Kanonenkugel. Treffer bestätigt. Was sollte denn das? Ist aber eine nice Idee. Hat er bloß noch nie vorher eingesetzt. Oh, das zieht nämlich ziemlich viel ab. Würde ich auch nicht einsetzen. Fiese Formel. Zack. Bringt zwar hier relativ wenig, aber nicht übel, oder was? Deswegen kommt man siegreich. Puh. Na denn, Marshmallow bekommen. Ich fühle mich nicht so gut. Nichts mit mir. Dialoge, dazu habe ich schon mal was gesagt. Eulen über Eulen. Fiese Formel. Attacke. Zack, triffst die alle. Nicht übel. Fächerwelle. Den einen haben wir schon besiegt. Merkel. Zack. Oha. Donald hat keine MP mehr. Sie haut auch rein, die Fee. Ich habe auch keine MP mehr. Und da benutzen wir mal die MP-Steuer, aber nur für mich. Für die anderen nicht. So, fiese Formel. Setze ich weiterhin ein. Zack, zieht zwar ziemlich viele MP ab, aber hilft. So, dann können wir weiter. Das wird morgen sicherlich wehtun. Ja, das kann ich dir versprechen, Zwergi. Und auf geht's. Bald kommt ein Gasthaus. Aber vorher noch ein Kampf gegen ein paar Pogels. Ein paar Pogels. Okay. Vögel mit Pos. Ein Pogel. Aha. Das war ein schneller Kampf. Schon vorbei. Ja, das frage ich mich auch gerade. Hühnchen-Curry mit Po-Geschmack oder was? Du hast ein Gasthaus gefunden. Na denn, mal ein bisschen nächtigen. Und am nächsten Tag geht's weiter. Und voran. Immer weiter voran. Wen haben wir denn da? Hey, du da, hör mir mal kurz zu. Den kennen wir auch schon. Wer könnte mal weiter spielen? Ich bin's, der einzigwahre Chris Freak, Richard Castle. Erkennst du jemanden nur an seiner Silhouette? Dann spielen wir jetzt das Silhouetten-Quiz. Oh ja, los geht's. Spielen wir das Silhouetten-Quiz. Es gibt 3 Fragen, fangen wir an. Na dann, ich freue mich. Wer ist das? Annelie. An die kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern. Die ist schon so lange weg. Richtig. Frage 2. Wer ist das? Ja, das ist ja ganz klar. Das ist Merkel. Das ist ja nicht schwer, diese Silhouettenkrisis. Und der letzte, Frage Nummer 3. Die letzte. Das ist natürlich auch Annelie. Wieso nimmt man die 2-mal hintereinander? Richtig. Kenne ich an der Frisur. Haben nämlich alle andere Frisuren im Team. Starke Leistung. Ist nicht schwer, seine eigenen Mies, die man selbst gebastelt hat herauszufinden. Ah, also will denn das. Glückwunsch. Aber Spaß macht's. Du hast nicht glatt geschlagen. Ein 5 MP-Bonbons erhalten. Hui, mal was anderes als immer MP-Bananen. Lotussee. Ein anderes Gebiet. Jetzt wird's blumerant, blumig. Abmarsch. Über die Lotusblüten spazieren. Hatschi! Gesundheitszwergi. Hast wohl eine Blütenallergie. Hier sind wieder neue Gegner. Okay, fiese Formel. Trifft gleich beide. Wie schmeckt euch das? Zack, zack. Attacke. Da haben wir die Kaulquarpfe besiegt. Attacke. Donald hält stammt. Alles in Ordnung. Nächste Beziehung zwischen mir und Donald. Okay, Level 5 Bekannte. Loben gelernt. Nimm bestimmt deinen Freund mit Lob. Feuer frei. Okay. Ja. Komm, da eins ist dran. Und fiese Formel. Bringt zwar nichts, aber was soll's. Hab's eingesetzt. Wir haben's geschafft. Nicht übel. Wir sind Schaffler 2, ihr habt's geschafft. Weiter geht's. Golem-Steak und Babynahrung.
Babynahrung? Was für diese Kaulquarpfe? Der dunkle Forst hat uns also aufgelauert. Tja, so kennt man ihn. Wir sollten wirklich besser aufpassen. Habe ich als Beschützerin des Dorfes versagt? Nein, du hast nicht versagt. Komm, der dunkle Forst hat auch mich überrumpelt, mehrere Male hintereinander. Das ist nicht der Rede wert. Wir kriegen es wieder hin. Das ist lieb von dir, danke. Der dunkle Forst ist halt unberechenbar. Oh, eine Schatztruhe, die ist auch unberechenbar. Kann eine Falle drin sein, kann auch ein bisschen Schatz drin sein. Ich öffne es trotzdem, weil meistens ist ein Schatz drin. Also doch irgendwie berechenbar. Sehr selten ist eine Falle. Ist es eine Falle? Sind wir bald da? Ja, ein Gasthaus. Hurra! Es reimt sich. Sind wir bald da? Hurra! Ist zwar ein sehr schlechter Reim, aber was soll's. Wir spielen natürlich noch weiter, was soll's. Na, das geht hier nicht. Geht hier noch nicht mal ein kleines bisschen dieser Part. Ein bisschen müssen wir dann schon noch spielen. Ein bisschen muss der Part noch gehen. Ist ja noch kaum was passiert. Wieder so ein Tor. Diesmal mit drei Öffnungen. Hier kommen wir vorerst nicht weiter. Müssen wir wohl umkehren und einen anderen Weg finden. Hier zum Beispiel im Wirrwald. Da ist noch ein Weg. Ah, der Duft des Waldes. Die Luft ist so frisch hier. Ich sollte einen weiteren Zug davon nehmen. Einatmen. Mir ist ein Insekt in die Nase geflogen. Wälder sind so blöd. Och Mensch, Donald. Was ist nur los? Grab ein Loch. Ich sag, wir haben nicht genug HP-Bananen und Putin sagt, grab ein Loch. Ja. Grab ein Loch. Vergrab dich. Geh nicht vergraben. Nimm die Schaufel. Geh nicht vergraben. Diese Formel. Zack, zack, zack. So. Augenblick. Ein brennender. Wie heißt das? Hab ich vergessen. Flyer von Putin. Okay, wen hat er jetzt verschluckt? Hat gar kein Verschluckt. Okay. Meint etwas gesehen zu haben. Naja. Habe ich mich wohl getäuscht? Kannibalentier haben wir wieder bekommen. Wird sich jemand drauf freuen? Weiß nicht, wem es geschmeckt hat, aber jemandem hat es geschmeckt. Schon wieder? Naja. Ich verfolge den dunklen Fürsten schon eine ganze Weile. Oho. Dann hast du ja sicher jede Menge Erfahrung. Hehe, schon wenn man jemanden hat, auf den man sich verlassen kann. Diese Dialoge sind dann nicht ganz so random, aber auch irgendwie random. Was damit anfangen soll. Oh, sieht's nach dem nächsten Gesicht aus. Wen haben wir denn hier? Oha. Hier so ein kleiner Schleimbeutel. Tumblr 11 Schleim. Okay. Die haben wir schon mal besiegt, das ist nicht so wild. Das kriegen wir auch diesmal wieder hin. Impuls! Na los, du wurde unterstützt von jemandem. Merkt ihr es dran? Luftstoß! Oha, oha, oha. Der Schleim greift heftig an. Ich muss mal wieder jemanden in die Ruhezone stecken. Nochmal! Erste Sturaktion. Feuer frei. Und okay. Okay, habe ich ein bisschen unterschätzt, den Schleim. Ein klein wenig. Ein klitzekleines bisschen. Energisch. Auf geht's. Fällt auf die Schnauze. Aua. Piel. Verabreicht. Oha. Ich muss noch ein bisschen in der Ruhezone ruhen. Merkel hält sich selbst. Feuer frei. Zack. Wir müssen ein bisschen vertragen. Zack, ich bin wieder voll geheilt. Kann wieder mitkämpfen. Kämpfe. Oha, oha. Das ist ein mächtiges Schleimchen. Oha. Was ist denn hier los? Ich bin nicht so intensiv mit dabei. Ich bin schon fast K.O. Spielt eine heilende Melodie. Vielen Dank. Versuch's mal mit fiese Formel, vielleicht bringt das ein bisschen mehr. Ist zwar nur eine Person, aber
ja, bringt eigentlich nicht sehr viel. Zieht nur wahnsinnig viel ins Spiel ab. Oh nein, Putin! Erst Game Over. Mecker hält ihn wieder. Nein, hält ihn nicht. Hast nicht geschafft. Impuls. Na komm. Wir werden ihn besiegen. Diesen miesen Schleim. MP-Bonbon. Okay. Die Ruhezone. Oh, Thumblines ist dran. Attacke. So, ich nochmal. Das hier. Impuls. Okay, der kleine Putin kann mal aus der Ruhezone herauskommen. Okay, energischer Putin. Du schaffst das 2G. Ja. Ich habe wieder MP. Kann wieder Impuls einsetzen. Los geht's. Zack. Sieht schon gut aus. Nimm dies. Nimm das. Nimm jenes. Ruhezone lassen. Zack. Aha. Sie kämpfen mit. Das ist schön. Wir haben es gleich besiegt. Attacke. Dürfte bald geschafft sein. Ein bisschen aushalten noch. Zur Stelle. Neue Technik. Ist kurze. Okay, das ist gut gelungen. Prinzessin und Panzer, okay. Gute Attacke. Neue Technik, süßer Blumenduft. Blumenduft. Okay, Trumpf hat wieder geheilt. Das ist gut. Muss ihn nicht in die Ruhezone stecken. Feuerfrei. Inakzeptabel. Feuerfrei. Hier zur Belohnung. Und das war sie. Gerettet. Vielen Dank. Und davon warten noch 5 andere. Das war ja die letzte. Das war Nummer 11. Wir warten jetzt noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 und 3. Nee, und 4. 3, 2, 1 sind ja die Feen, die wir schon haben. Ach du Schande. Das kann auch dauern, bis wir die alle haben. Für Merkel. Ich hoffe, dass nicht jeder so schwer wird, sondern dass es auch mal leichtere Gegner gibt. Aber das ist vermutlich. Dann wäre zu viel erwartet. Putin bekommt's. Der soll auch Level 9 werden. Prinzessin Putin Level 9. Feenjuwel bekommen. Ah, dann können wir weiter, wenn wir 3 haben. Okay, so ist auch gut. Gasthaus. Erstmal schlafen, erstmal Ruhe finden. Luba. Eine Freundschaftsbeziehung zwischen Putin und Merkel. Wie er grinst. Warnen gelernt. Der Putin ist übrigens nicht mein Medien, habe ich mir mal aus einer Internetseite geholt. Da gibt es QR-Codes. Das ist, glaube ich, ein amerikanischer Ami, wurde von einem Ami erstellt. Trump und Merkel habe ich, glaube ich, selbst erstellt. Fiolo, einen neuen. Was? Ketchup? Ketchup wäre der Traum von Zwergi. Ketchup ist eine Waffe. So. Ausrüsten. Ein Papppanzer. Oh, gönn dir. Hier noch schön in weiß-bläulich. Passt. Haben wir zurückgeholt, geben wir das mal zurück. Da fehlen noch ziemlich viele Gesichter. Oh, die zwei haben die aber noch. Dann geben wir dir mal zurück. Hui. Hier hast du ein Gesicht wieder, Tabula Nummer 11. Zack, das ging schnell. Hehehehe. Puh, Glück gehabt. Fremder Frecher. Vielen Dank für deine Hilfe. Danke für alles, was ihr getan habt. Hier, ein Dankeschön. Hurra, Elfentrank. Trank. Elfentrank. Donald Trump. Hier haben wir noch 1, 2, 3, 4. Zeit zu schalten, 4. Gesichter zu retten. Ja, 4. Hier haben wir Nummer 5. Ja, 5 Gesichter. Na toll. Das kann ja heiter werden. Punkt, 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 Ausrufezeichen. Dann verrat mir mal, wo du versteckt bist. Dort hinten. Im Blütenreich. Aha. Wieso habe ich dich dort hinten nicht gefunden?
muss ich wohl erst durchs Tor durch, um dich zu finden. Und ihr so, Punkt, 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 Ausrufezeichen. In die andere Richtung, dort. Okay, das kann ich einrichten. Und du? Wo bist du? Auch dort. Okay, alle zu dritt. Und die drei sind wohl dort in einem Dreiergesicht. Das wird ein Dreierkampf. Oha. Und du? Das wird garantiert ein Dreierkampf. Oh, hier eine Zitrushöhle. Ich würde sagen, machen wir doch zuerst die Zitrushöhle und dann besorgen wir uns die hier, weil das wird garantiert ein Dreierkampf, ein schwerer Dreierkampf. Und dann passt das auch. Dann haben wir hier das zweite Dingens und hier von den dreien kriegen wir das dritte Dingens und dann können wir durch. Dann können wir sie hier retten dort hinten. Das macht Sinn. Machen wir es so chronologisch, wie ich es gesagt habe. Auf geht's. Zurück in der Zitrushöhle. Dann schauen wir mal, wie wir hinkommen. Eine Menge kleiner Apfelgelees. Apfelgelee in der Zitrushöhle. Auf jeden. Diese Formel. Auf geht's. Alle auf einmal. Zack, mit Ketchup vollgespritzt. Das ist auf jeden Fall sehr schadsam. Schadsam, das Wort, gibt's das überhaupt? Ich denke eher nicht. Sorry. Passiert. Schädlich, meinte ich. Alles Paletti. Da hat jemand gute Laune. Voran, voran. Welchen Hebel nehme ich? Links, rechts, ich nehme links. Hoffentlich kein Stein. Oh, ein LP-Bonbon. Schön, 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 schön. Und weiter geht's. Da hast recht, du musst dich noch ins Zeug legen. Aber nicht gegen diese Kobolde hier. Das kriegst du hin hier mit einer fiesen Formel. Und zack, mach's alle. Na, das macht Spaß. Hui, sind sie alle weg. Brauchen wir uns nicht mehr dran zu erinnern. So schnell geht das hier. Und weiter. Tumbler Nummer 1 ist hinter uns. Donald redet über sie. Hier gibt es überall Fruchtsaft. Soweit das Auge reicht. Ich sollte hierher ziehen. Dann sollte ich jederzeit etwas trinken. Dann würde dir aber bald die Lust danach vergehen. Auch wieder wahr. Was man täglich haben kann, weiß man oft gar nicht zu schätzen. Zum Beispiel Monster. Ja, da hat er recht. Da hat sie recht, die Merkel. Ein Gasthaus. Joa. In dem Pudding geben wir noch sein Pünktchenkleid. Aber ich würde sagen, wir beenden diesen Part an dieser Stelle. Okay, welche Farbe nehmen wir? Sieht eh irre aus. Das Gelbe hier, das passt doch. Ja, dann hoffe ich, euch hat es gefallen. Däumchen nach oben, sollte das der Fall sein, sollte euch dieser Part gefallen haben. Lasst mir dann ein Däumchen nach oben da. Wenn es euch nicht gefallen haben sollte, lasst mir dann einen Daumen nach unten da. Von mir aus auch das. Ja, schreibt was Nettes in die Kommentare. So, fange ich wieder damit an. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid, auf meiner Kanalseite und ja, kein weiteres Bäh. Okay, das habe ich vergeigt. Wenn ihr kein weiteres Video verpassen wollt, dann lasst ihr ein Abo da. Dann erhaltet ihr auch Nachrichten. Wenn ihr das Glöckchen aktiviert, dann kriegt ihr noch eine Benachrichtigung, wann ich was Neues hochlade. Ja, habt noch einen angenehmen förstlichen Tag und gehabt euch wohl und haut drinne. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.